Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play in das Kaninchen. Wir sind auf der Brücke der Ishimura, yay! Nee! Nein! Bleibt weg! Bleibt alle weg! Sieht man von irgendwo hier jetzt die ganzen Necromorphs auf die Ishimura strömen? Von der Titan Station? Ich will nochmal ganz kurz, auch wenn wir da unten eigentlich lang müssen, müsste ich hier nochmal ganz kurz durchgucken, ob hier noch irgendwelche Goodies versteckt sind. Und dann ist ja noch dieser Raum da. Ah, toll, da kann ich natürlich nicht öffnen. Diesen dort. Dort möchte ich mich einmal umschauen. Was es dort drin gibt. Ob es hier drin etwas gibt. Ein Textlog. Ein Audiolog sogar. Danke, dass Sie das Ishimura-Material und die Riglogs identifiziert haben, die möglicherweise der offiziellen Schilderung des Untergangs der Ishimura auf EG 7 widersprechen. Auf keinen Fall darf auch nur ein Wort über die Bergung des Artefakts an die Öffentlichkeit dringen. Es ist beunruhigend, dass solche Aufzeichnungen auch Jahre nach dem Vorfall noch existieren. Wir haben den Zugang Ihres Forschungsteams gesperrt und werden es umgehend durch Earthgov-Spezialisten ersetzen. Bitte melden Sie sich bei mir, sobald die Ablösung eingetroffen ist. Jahre nach dem Vorfall? Wie lange ist das her? Wie lange waren wir auf der Titan Station eingeschlossen? Und haben für EarthGov oder Unitology oder beide die Marker, den Marker gebaut. Die Marker, sage ich schon. Ah, schlimm genug. Ein Marker ist schlimm genug. Naja, schlimm genug ist auch, dass ich bald keine Plasma-Cutter-Munition mehr habe. Na! Nein! Hier ist kein Sprinter. Ich habe alle Sprinter getötet. Ich habe alle Sprinter getötet. Es existieren keine Sprinter mehr. Nie wieder werden welche existieren. Ich habe alle getötet, die jemals existiert haben, existieren werden und zu existieren haben hätten sollen. Psst! Du bist tot. Nicht existent bist du. Ich gehe einfach weg. Und dann geh einfach weg. Abwärts bitte. Ich bin fast im Captain's Nest, da kann ich die Strahlen aktivieren. Von hier sieht's aus, als ob die Zentrifuge volle Kraft läuft. Gut, hoffen wir, dass es funktioniert. Das wird eine knappe Sache. Bereit? Bereit. Erwarte Signal. Hier haben wir. Die haben wir abgesendet und das ist auch ein schönes Detail, dass die weg ist. Diese Rettungskapsel, weil die haben wir ja abgesendet. Die wurde abgesendet von unserem Anführer. Warum ist die Musik so? Gravitationsstrahlen aktivieren. Störung. Mhm. Ja, dann ist das so. Du hättest nicht uns ausschließen sollen. Du solltest damit rechnen, dass Clark, dass Isaac ein Mann vieler Talente ist. Oh. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du bist. Na, auf jeden Fall ist der Platz für zwei. Startsequenz initiiert. Start.
Wohin fliegen wir? Nur mal so aus purer Neugier. Dahin? Hä? Annäherungswarnung? Wieso Annäherungswarnung? Eine Rettungskapsel, die muss solche Stöße aushalten können. Ja, bin ich. Du hattest recht, Eisel. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Wegen dir bin ich tot. Sicher gelandet. Gut, das verspreche ich. Das wird kein bisschen weh. Blutgrund über dein Gesicht. Truss! Ins Auge dich die Nadel steckt. Truss, verdammt nochmal! Alter Finne Stross! Stross, was tun Sie? Gut, dass das hier alles wieder... Ach, guck mal, automatische... Ah, wie ein Glück. Oh, was bist du denn? Ein Audiolog. Audiolog, Rig Nummer 438642. Das hier könnten meine letzten Worte sein. Die Monster sind frei. Ich konnte sie nicht aufhalten. Der Reaktorkern überhitzt und wenn ich ihn nicht reparieren kann, wird die ganze Sprawl zerstört. Ich hoffe, dass jemand das hier hört. Dann habe ich wenigstens irgendwas richtig gemacht. Oh mein Gott, du Arme. Du hast alles richtig gemacht. Kapitel 11! Die ganze Spore wird überrannt. Dom, wo bist du? Nur mal so aus purer Neugier. Dom, wo sind sie? Nirgendwo. Okay. Ah, ich hoffe, Ellie konnte sich aber nochmal von Stross wieder befreien und hat nicht den Schraubenzieher ins Auge bekommen. Das ist nämlich relativ tödlich, habe ich mal gehört. Habe ich dann überhaupt einen Energieknoten? Nein, wollte ja gar nicht rangehen. Immer noch keine weitere Munition. Pass auf, dann nehmen wir dich wieder. Davon haben wir nämlich noch mehr als genug Munition. Auch wenn der Raum zu klein ist eigentlich für diese Art von Waffe. Oh. Ah. Hm. Lass mich raten, ich rutsche, wenn ich jetzt darunter gehe? Nein, ich rutsche nicht. Munition, sehr schön. Oh nein. Nee. So, Nummer 2. Noch jemand? Oder waren das alle? Das mag die Waffe. Die macht sehr schön Bumm. Oh. Ach, guck mal, da wären Speere gewesen, mit denen hätte ich auch kämpfen können. Oh fuck! Oh nö!
kleine Kinder auch noch. Zum Glück macht die Sprengung von meinen Waffen mir keinen Schaden. Ich nehme aber trotzdem mal eins, einfach damit ich wirklich voll bin. Und ich habe so viel Inventar mit Medpacks belegt, gerade. Da schadet es nicht mal eins zu nehmen, würde ich sagen. Okay. Gut, alles tot. Was für ein schöner Ort. Was ist das da? Geld. Eine Leiche. Mehrere Leichen. Noch mehr Geld. Eine verschlossene Tür. Ganz viele Leichen. Ich sehe sie. Wer? Warum haben Sie das getan, Stross? Ich ertrage es nicht. Ich dachte, Ellie könnte es. Ich musste sie sehen lassen. Schritt 3. Was ertragen Sie nicht? Was ist der letzte Schritt? Sie. Davor hatten Sie Angst, dass ich mich ihr stelle, den Marker zerstöre. Aber es ist zu viel. Sie müssen helfen. Sie müssen sehen. Schritt 3. Spross! Verdammt! Hast du sie getötet? Alter Schwede! Stross? Wir hätten ihn doch erschießen sollen am Anfang. Aber wo war der? Von wo hat er gerade mit uns geredet? Warum bewegt sich hier alles? Ah, deswegen bewegt sich alles. Mhm. Ja, renn du mal. Renn ruhig! Renn, solange du noch kannst! Oh, ein Energieknoten! Sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass man da sonst nicht rankommt. Ich glaube nicht, dass man da hinten nochmal später langkommt. Denn das ist sozusagen wieder so ein versteckter Energie. Oh Gott. Wieder solche Spucker. Ich bräuchte langsam mal eine neue Rig. Ich könnte langsam eine neue Rig gebrauchen. Vor allen Dingen wegen dem Platz. Das ist die Hauptsorge, die ich gerade habe. Habe ich noch irgendwas zum Werfen? Ja, eine Taschenlampe. Oh, Licht! Geil, guckt euch das an. Licht! Übrigens auch wieder ein sehr, sehr schönes... Was ich meine mit von wegen diesen Lichtdesignern. Dass die Taschenlampe eine eigene Lichtquelle darstellt, die aber Schatten wirft und gleichzeitig Licht aber wirft und so, weil die Schatten von unserem Anzug und so, also von unserer Waffe, alles so cool gemacht. Vor allem für die Zeit. 2011 oder so ist das Spiel rausgekommen. Das darf man also... Mit heutigen, mit der Unreal 4 oder 5 Engine kannst du das natürlich nicht vergleichen. Aber, mit der damaligen Zeit musst du das vergleichen. Und da finde ich das schon sehr, sehr spektakulär. Du lebst noch? Wieso lebst du noch?
Dann schieße ich halt auf dich, wenn du nicht sterben möchtest. Schmatz, 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 schmatz. Schmatz, 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 schmatz. Einmal speichern, einmal Shop und dann kann ich mein Inventar nicht mehr wieder leeren. Und ein paar der Medpacks wieder umsortieren. Ich hätte gerne eine automatische Verbindung in den, ins Lager, dass ich endlos auf meine Medpacks zugreifen kann. Ja, ich habe das verkauft. Ich benötige auf jeden Fall wieder Plasma-Energie, wenn ich das so richtig sehe. Dann möchte ich gerne... Davon möchte ich gerne... Eigentlich würde ich nur eins mitnehmen, aber ich kann ja nicht... Oh Gott, wollte ich hin. So. Aber ein bisschen Plasma-Energie. Und ich könnte natürlich... Wenn ich den nächsten Anzug kaufe... Ich glaube, da kommt noch einer. Ich hoffe, da kommt noch einer. Werde ich mir wieder Energieknoten kaufen. Aber ich weiß nicht, wie teuer der nächste Anzug ist. Und wenn der jetzt zum Beispiel 90.000 kostet und ich kaufe mir jetzt irgendwie 4, 5 Energieknoten, habe ich ein Problem. Schön, wie chaotisch er plötzlich war, als er keinen Kopf mehr hatte. Hör mal auf, du kleines Baby. Gut, dass ich eine Scharfschützenwaffe hatte. Ich sehe von hier oben noch nichts, was mir irgendwie hilft. Laute Geräusche und Schütteln macht es natürlich alles leichter. Vor allem zu hören, ob irgendwo Gegner kommen, wird dadurch deutlich leichter. Und die Tatsache, dass hier so viele Ressourcen rumliegen, baut auch richtig auf, ne? Wenn ihr mal geguckt habt, da hinten sind noch Ressourcen, hier Explosionskanister, da unten Stasekanister, da waren noch Munitionssachen, da ist Stase. Richtig, richtig aufbauend. Dafür ist das Scharfschützengewehr richtig gut. Wenn die jetzt wirklich weit, weit weg sind. Warum läuft das Teil? Was macht das? Pumpt das Öl oder was? Ganz kurz das Loot von den beiden noch holen, dann gehen wir runter. Watch your step. I'm watching my step. Vor mir. Au, au, au. Lass mich mal ganz kurz meinen Padawan. Oh Gott, Kacke.
Halt. Das war eine krass unnütze Munitionsverschwendung gerade. Das hätte nicht sein müssen. Hätte ich ein bisschen konzentrierter geschossen, wäre das alles anders gekommen. Aber ich wurde überrascht. Aha, das wollte ich haben. Hör doch mal auf jetzt. Wo? Da oben. Und das war die Plasmakatamunition. Schön. Der ist kaputt. Das heißt, ich brauche einen neuen Energiekern irgendwo her. Hier ist irgendwas geöffnet. Ah. Schon erstmal dahin bringen. Für den Fall, dass wir wieder angegriffen werden. Haben wir den nämlich nicht in der Hand. Ah, Licht. Wie schön. Noch wer? Ich habe die Stasi nicht aufgefüllt, ich weiß. Hast du gesehen? Babys? Nö, möchte ich jetzt nicht so haben. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, dankeschön. Wo ist denn jetzt die offene Tür? Nur mal so aus purer Neugier. Ah, hä? Okay. Okay, jetzt hole ich mir doch die Stasi von da hinten. Jetzt können wir auch hier lang gehen. Nur Geld!
Ja, das ist schon sehr schön. Ist da noch was drin? Wo? Hinter mir. Okay. Nee. Vielen Dank für diese kurzen Herzinfarkte, die ich hier regelmäßig bekomme. Ich bin so angespannt, das glaubt ihr gar nicht. Oh, Eis und Schnee. Foreshadowing zu Teil 3. Schallplatte da oben, Schaltplan oder wie das hieß. Ach Gott, gut. Gut, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um für heute aufzuhören. Oh, warte mal. Ich möchte hier noch ab. Munition nehmen wir noch mit. So, und jetzt ist ein guter Zeitpunkt für heute, Schluss zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!